Moin, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Heute möchte ich wieder ein Umstyling-Video mit euch machen. Mir macht das unfassbar viel Spaß. Außerdem möchte ich nicht ständig meine Haare belasten. Aber hey, sie sehen immer noch richtig schön knallig aus. Das ist jetzt die 6. Haarwäsche. Morgen wäre die 7. dran. Und ja, sie sehen immer noch richtig gut aus. Sie sind natürlich jetzt nicht gestylt und sehen ein bisschen uselig aus. Aber ich finde, die Farbe ist immer noch Bombe. Nur langsam kommt der Ansatz raus. Aber darum soll es nicht gehen, nein. Heute möchte ich wieder ein Umstyling-Video machen. Bei euch ist das eine Umstyling-Video gut angekommen. Und zwar hatte ich von Lisa Manoban von Blackpink, wer es nicht weiß, den Look aus Lovesick Girls nachgemacht. Mit Haare, Perücke, Outfit, Make-up, allem, was dazugehört. Und heute möchte ich mich nochmal so ein bisschen an Blackpink ranwagen. Aber nicht an Lisa, sondern an Jennie. Ich habe noch eine Perücke hier rumliegen, die bei der Haarlänge sehr gut in Frage kommt. Und ich habe ja bei meinem letzten Video mit Haarwachs rumgearbeitet und auch das wird heute nochmal zum Einsatz kommen, denn auch das passt ziemlich gut zu dem Video, zu dem Musikvideo, was ich euch gerne mal unten verlinken kann. Es geht um den letzten Part, wo sie dieses schöne Kimono-Überteil hat und diesen Bob, ich spoilere schon so ein bisschen. Aber ja, genau darum soll es heute gehen. Ich möchte Make-up, Haare und den oberen Part des Outfits so ein bisschen anpassen. Und ja, ich habe so ein bisschen Bock drauf. Ich habe sogar bald noch ein Umstyling-Video vor. Ihr könnt ja mal Vorschläge unten reinmachen, was ihr vielleicht noch so sehen wollt. Ich werde meins noch nicht verraten, aber vielleicht ist ja euer Vorschlag eventuell dabei. Dann tobt euch gerne unten aus. Ansonsten freue ich mich natürlich, wenn du meinen Kanal abonnierst, das Glöckchen aktivierst, dass du keine weiteren Uploads mehr verpasst. Und folge mir auch gerne auf Instagram, denn dort sage ich immer an, wann neue Videos hier online kommen. Und ich bin auf Instagram doch ein bisschen aktiver als auf YouTube. Okay, ich würde sagen, wir starten. Die Kontaktlinsen sind bereits drin. Links zickt mein Auge ein bisschen rum, also falls es mal heult und ein bisschen öfters zuckt, dann lasst euch davon bitte nicht irritieren. Ich glaube, die hat eine Macke. Ich glaube, die kann ich bald wegschmeißen. Aber okay, ich würde sagen, wir starten mit dem Make-up und ja, let's go!
Und was ging? Miau. 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 Nicht da hochhüpfen, bitte, ja? Okay, die Perücke ist jetzt geglättet und jetzt kommen wir natürlich noch an die Strähnen, denn die müssen definitiv zum Look dazugehören. Und zwar nehme ich dafür wieder meinen Haarwachs, ein bisschen ist noch davon übrig und für das, was ich ihn jetzt brauche, reicht es vollkommen aus. Und zwar hat sie in dem Video einfach vor einem Pony so zwei mittelbreite Strähnen, die lila gefärbt sind und der Rest ist halt einfach schwarz. Und ich finde, das sieht ziemlich, ziemlich cool aus und ich hoffe, dass ich das jetzt bei dieser synthetischen Perücke auch gut hinbekommen werde. Das Ganze werde ich diesmal in trockener Haare auf tragen und trotzdem mit dem Föhn, mit dem Kaltluftmodus so ein bisschen nachhelfen, damit das Ganze eben nicht klebrig wird, sondern so ein bisschen locker in die Frisur fällt. Damit der Look natürlich jetzt noch perfekt wird, habe ich mir auf Vinted, damals Kleiderkreisel, ein Kimono-ähnliches Oberteil gekauft. In Pink natürlich. Es kommt natürlich jetzt nicht exakt an das Oberteil dran, was sie trägt. Es ist bei ihr auch ein bisschen samtiger, ein bisschen heller. Aber wir ziehen es jetzt einfach mal an und dann gucken wir, wie der Look im Kompletten aussieht. Ich würde sagen, der Look ist jetzt komplett. Das Oberteil, finde ich, passt super gut dazu. Klar, es ist nicht exakt dasselbe, aber ich finde, es hat es doch sehr, sehr gut getroffen. Es ist eine lockere Bluse, aber ich finde so vom Muster her, von der Lässigkeit, auch mit den Haaren, ich finde es sehr, sehr schön. Mir hat es wieder sehr viel Spaß gemacht, so ein Video zu gestalten. Ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht, wieder so ein kleines Umstyling-Video zu sehen. Nicht nur immer mit meinen eigenen Haaren, sondern auch so ein bisschen zu gucken, wie man mit verschiedenen Perücken arbeiten kann. Wenn dir solche Videos gefallen oder du nochmal weitere Ideen hast, was ich gerne ausprobieren soll, dann nutz gerne unten die Kommentarfunktion und schreib mir das gerne auf. Ich habe auf jeden Fall, wie vorhin schon gesagt, einiges noch vor. Es gibt noch ein anderes Umstyling-Video in eine andere prominente Person. Ja, ich hoffe natürlich, dass das alles gut klappt. Ich muss noch so ein paar Sachen vorbereiten. Aber heute haben wir erstmal diesen Look zustande gebracht und ich finde ihn so cool. Könnte man schon fast wieder überlegen, ob man nicht seine Haare wirklich selber so färben möchte. Würdet ihr eure Haare so tragen? Schreibt mir auch das mal gerne unten in die Kommentare. Ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt, bleibt gut drauf und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao!